meine Lieben, ich werde jetzt noch den zweiten Adventskranz fertig machen, nur einen kleinen. So sieht er jetzt ungefähr nur aus. Erst einmal, ich habe jetzt erstmal nur die Deko jetzt hier oben drauf gelegt. Und jetzt werden wir den noch ein bisschen dekorieren. Ich weiß noch nicht genau wie, ob wir noch ein bisschen Farbe ein bisschen reinholen. Auf beiden Seiten. Ja, das muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Es ist nicht immer einfach, so einen Adventskranz so einfach mal fertig zu machen. So, das hier überlege ich mir hier reinzumachen. Das sieht schon mal gut aus. Aber irgendwas fehlt noch ein bisschen in der Mitte. Was machen wir heute in die Mitte davon? Ich hätte hier noch was. Das noch. Ich hätte hier sowas hier noch. Sowas hier. Aber nur pink. Gefällt mir nicht so richtig. Ich schaue mal noch hinein. Noch einen Apfel hätte ich noch. Wir schauen mal grün. So als Highlight. Sowas. Aber dann kriegt man nichts mehr anderes drauf. Aber das gefällt mir nicht so. Vielleicht so eine Tanne. Oh, mal gucken. Mal schauen, wie wir die das Jahr das machen werden. Oder sowas Rotes mit rein. Dass wir vielleicht die Tanne rausnehmen. Sowas hier mit reinlegen. Sowas hier. Wartet mal. So, für hinten so. Ja. So, mal gucken. So, auf der anderen Seite werden wir noch mal eins so mit hinlegen. So. So, oder? Oder was denkt ihr so ein bisschen? Ich überlege noch. Ja, genau. Was machen wir? Lassen wir den so? Aber so gefällt er mir eigentlich auch so. Nur so der Highlight so voll in die Mitte hier reingesetzt. So, da drüben die Sterne. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss erstmal die Person fragen, ob das ihr so gefällt, der Adventskranz. Und wenn nicht, müssen wir den nochmal verändern, nochmal ein bisschen. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen dann nochmal. Oder der bleibt so, dass er sagt, okay, ihr gefällt ihnen das, dann brauchen wir den nicht umzuändern. Ja. Genau. Ja, ich werde jetzt erstmal schauen, wie ihr den gefällt, den Adventskranz. Und dann sehen wir weiter. Ich sage Tschüssi. Schau, ich zeige euch nochmal den Adventskranz nochmal von hinten. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn man hier hinten nochmal so eine kleine Perle dran macht. Wartet mal. In Rot oder in Rosa? Nochmal in Rosa eine. Wartet mal. So. So. Zack. Schaut mal, da sieht der Highlight eigentlich auf zwei Seiten aus. Ja, das lassen wir so. So gefällt mir es echt noch am besten. Ja, genau. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt verabschieden. Hab noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!